bin ich wieder und heute möchte ich euch so kurz vor Weihnachten noch ein kleines Überraschungspaket zeigen. Das hat mich von Nadine erreicht mit einem kleinen lieben Brief, ein kleines Überraschungspaket für dich. Danke, dass du immer für mich da bist, deine Nadine. Nadine, von Herzen gerne, das weißt du, und andersrum ist es ja genauso. Wir haben so eine Freundschaft, alle beide, die sich, wie gesagt, durch die Kerzen, durch das Duftwachs ja so entwickelt hat. Wir haben jeden Tag Kontakt, aber wir haben uns noch nie gesehen. Und das jetzt im dritten Jahr. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr mal klappt. Ich setze ganz große Hoffnung darauf, dass wir uns endlich mal sehen. Und dass wir uns dann persönlich über alles austauschen können, was uns belastet, was wir schön finden, was wir nicht schön finden. Wie das eben so ist, wenn Frauen sich untereinander unterhalten. Jedenfalls hat mich ein Paket erreicht, einfach so, ohne irgendwelche Gründe. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Danke, danke, liebe Nadine. Und ich möchte es euch natürlich gern zeigen, was da so Schönes in dem Paket drin war. Als erstes, ihr wisst es, wer es hier sehen oder wer meine aufgebraucht Beauty und Haushalt guckt, der weiß, dass ich ein ganz großer Fan bin von der El Corina-Linie vom Norma. Ich habe bis jetzt da eigentlich immer nur die Handseife gehabt und die finde ich schon gigantisch. Vom Geruch her, von ja, Pflegeleistung, wie eben eine Handseife ist, aber es trocknet die Hände nicht aus. Und wo wir im Urlaub waren und in meinem Beauty und Haushalt aufgebraucht, nach dem Urlaub habe ich euch auch das Duschbad gezeigt, was ich hier mal in Wittenberg gekriegt habe. Aber es gab eben nur eine Sorte und sie war bei sich wieder einkaufen. Und hat mir ein El Corina Duschbad, das ist ganz neu, wie gesagt, es gab immer nur Seife, jetzt gibt es auch Duschbad, ein Duschbad mitgebracht und zwar mit Amber und Zeder. Riecht wunderbar. Und auch wenn das Amber und Zeder, also ich habe jetzt auch so eine grüne Seife unten, so eine Waldmännchenseife, so Waldarbeiter, irgendwie ein ganz, ganz toller, nadeliger, maskuliner Duft. Ich mag das auch im Duschbad. Also ich bin da nicht so, dass ich nur liebliche Frauenparfüms oder cremige Milch oder irgendein Honig-Nuss-Mandel-Aroma. Nein, ich mag auch dieses herbe, kräftige. Damit dusche ich auch gerne. Deshalb habe ich mich hier ganz doll drüber gefreut. Dann hat sie mir noch einen Tee eingepackt. Das ist ein Tee, den ich gerne trinke, den aber vor allen Dingen Axel gerne trinkt. Und zwar ist das von Teekanne Schneeträumchen. Komischerweise in der letzten, das war glaube ich im letzten Winter kam der raus, oder zumindest habe ich ihn da das erste Mal als Teebeutelchen im Paket gehabt. Ich bekomme ihn hier nicht. Und sie hat ihn mir jetzt eingepackt und da freue ich mich ganz doll drüber, weil der ist einfach schon von Natur aus süß. Da brauchst du gar nichts weiter reinmachen und der schmeckt richtig, richtig dolle gut. Und wie gesagt, so Herbst, Winter ist bei mir auch so ein bisschen Teezeit. Da mache ich gerne mir mal einen Tee und da passt der wunderbar. Dann waren noch ein paar Pröbchen drin, bevor ich zu den Düften komme. Eine Haarkur vom Action, die hatte ich euch glaube auch schon mal in so einem aufgebraucht Beauty und Haushalt gezeigt. Das sind 50 Milliliter, die ist aber so, so reichhaltig, diese Haarkur. Bitte in zwei bzw. drei Teile teilen, sonst spült ihr das ewig aus, weil das macht einen ganzen Kopf zu mit Wasser. Und das ist richtig, richtig schön und die Haare sehen danach verdammt gut aus. Dann gab es noch eine kleine Peel-Off-Glitter-Maske, mag ich ja. Ja, ich habe es gerne so ein bisschen brutaler im Gesicht. Also wie gesagt, manche sind wirklich so extrem, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt die sehen, manche sind so extrem, dass du wirklich denkst, du ziehst dir so die obere Hautschicht mit runter. Ich nehme die sehr, sehr gerne. Dann gab es noch eine Bamboo Sheet Mask Refreshing Strawberry. Nehme ich auch gerne, sehr gerne. Wie gesagt, einfach mal so zum Abschalten, zum Relaxen. Das ist so einfach auch abends mal so vor dem Fernseher, einfach mal so auf der Couch liegen, mal an nichts denken. Die ganze Lage, die sich jetzt so im Moment entwickelt, mal ausblenden und einfach nur das Ding ins Gesicht hinlegen, relaxen. Hier kam noch, ach das ist wunderhübsch, das sieht süß aus. Ich wärme dich auf von Dresdner Essenzen Aroma Schaumbad mit Ingwer, Sandelholz und Vanille. Nehme ich natürlich auch gerne, weil Baden in der Herbst-Winterzeit ist auch voll mein Ding. So, und dann haben wir noch, das hatte ich euch auch schon öfters mal gezeigt, eine wärmende Augenmaske. Und die hier ist mit Lavendelduft, also passend zu der Wärme, noch so ein bisschen Lavendel im Gesicht. Mag ich auch ganz, ganz doll, weil das einfach weg, wenn man Brillenträger ist oder wie die Aktion, wo
das bei mir mit dem Schwindel so extrem war. Und die Augen euch dann einfach wehtun und ihr dann so eine leichte Form von Kopfschmerzen auch kriegt, weil einfach die Muskeln, die Nerven überanstrengt sind. So ein Ding ins Gesicht hält ungefähr anderthalb Stunden. Wie gesagt, ihr macht die Verpackung auf, dann ist so eine Fließ-Augenmaske drin. Also die macht jetzt nicht irgendwelche kosmetischen Sachen, die ist einfach weg zum Entspannen. Dann setzt ihr euch die auf, dann diese Kristalle dort drin wärmen dann irgendwie, die werden warm und ihr habt dann dieses warme Feeling auf den Augen. Ihr könnt wunderbar damit einschlafen. Also wer Schlafstörungen hat, ist auch definitiv eine Hilfe. Und wie gesagt, ihr könnt die Augen einfach mal entlasten. So, das waren die ganzen Goodies, die so drumherum noch mit drin waren. Fangen wir jetzt an mit den vielen, vielen Düften. Reingepackt hat sie mir noch zwei Stückchen von Duftmädchen Banana Cake. Drin in dem Duft sind süßes Bananenpüree, Vanillezucker, Karamellfäden, Milchkuchen, süßer Teig. Ja, und genau so riecht's. Ihr nehmt wirklich so eine süße, zermatschte, so eine überreife, zermatschte Banane wahr. Mit einem richtig süßen Touch von Keksen, von Kuchen. Ist ein schöner Foodie-Duft. Ich meine, das ist jetzt hier so Richtung Halloween zwar, finde ich jetzt überhaupt nicht. Es ist einfach für mich jetzt in der Nase ein Foodie-Duft, der so das ganze Jahr geht. Weiterhin drin war von Duftmädchen, den wollte ich mir damals bestellen, bin aber dann irgendwie, habe mich dann doch für einen anderen entschieden, Coffee Orange. Ich habe gedacht, die Kombi ist ja bestimmt perfekt. Kaffee, gerade so in der Winterzeit, wenn du so gemütlich auf der Sofaecke sitzt, trinkst deinen Kaffee, guckst vielleicht ein bisschen Fernsehen, ein bisschen YouTube, ein bisschen Duftresort, pelzt dir dazu noch so eine Apfelsine und so diese Mischung aus dem frisch gebrühten Kaffee zusammen mit der Orange müsste ja eigentlich perfekt sein. Und wo ich ihn dann angerochen habe, muss ich sagen, ja, das ist auch, das ist ein wunderschöner Orangeduft, gemischt mit diesem Kaffee. Ja, ist einfach toll. Also bin ich eigentlich jetzt ein bisschen traurig, dass ich ihn nicht bestellt habe, aber auch wieder froh, dass ich jetzt so ein ganzes Stück von der Nadine bekomme. Von Wachsmagie war Lavendel küsst Marshmallow, noch so ein halbes Herzchen drin. Und das, was draufsteht, ist es auch. Also es ist einfach weg. Ich muss mal gucken, dass ich es hier vorsichtig rauskriege. Ja, es ist einfach weg. Lavendel, aber so ein parfümiger Lavendel und ihr habt diese Süße von der Marshmallow, ist ein richtig, richtig schöner Duft. Ich finde das auch immer schön, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich versuche es mal noch mit mir, rutscht immer der Pullover, irgendwie habe ich den einen Tacken zu groß gekauft. Das ist so dieses Glitzern, dieses Glänzen, seht ihr das, wenn ich so ein bisschen damit wackle oder vielleicht müsste ich stillhalten, die sind auch immer ganz besonders hübsch gemacht, die Melts und auch duftintensiv. Und der gefällt mir gut. Aber wie gesagt, es ist nicht krautig, es ist nicht eine süße Lavendel. Es ist einfach weg eine parfümige Lavendel und die ist so ein bisschen mit Marshmallow-Creme unterlegt. Sehr schöner Duft. Dann war drin von Wachsmagie Aura. Das ist noch von so einem Bubble-Riegel. Drei so ein Stücken. Mal sehen, ob ich ihn rauskriege. Nee, es wird so zu dolle geraschelt. Und das ist einfach weg. Ein extrem grün, parfümiger Duft. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Wartet mal kurz. Ich habe ja hier so ein schlaues Buch. Manches habe ich mir da einfach mal aufgeschrieben. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, hatte ich nicht auch so mal da geguckt. Das ist, glaube ich, in... Aber Aura hatte ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Mal. Nee. Es ist wohl ein Parfümtube zu einem Duft, der auch Aura heißt. War auch von Thierry Mugler. Ich glaube, ja. Also richtig, 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 richtig grün. Alles, was so grün an Pflanzen ist, ist hier irgendwie drin. Und dann eben mächtig Parfüm. Ich denke mal so Moschus, Hölzer sind da definitiv auch drin. Amber, alles, was eben so in eine Parfümrichtung geht. Wie gesagt, Parfüm kenne ich nicht, gefällt mir aber gut. Ist ein sehr, sehr schöner Geruch. Dann machen wir weiter mit Duftmädchen, das war so ein Tesserli, Duftmädchen Lavendel Kirschbonbon. Drauf ist eine Kirsche und Lavendel und drin ist wohl süß gezuckerte Lavendelblüten, kandierte Kirschen, Zuckermilch. Und ja, riecht ihr alles raus. So ein kleiner Schmetterling, so ein kleiner grüner Schmetterling. Du riechst
die Kirsche, aber nicht so massiv. Ich würde sagen, du riechst eher den Lavendel mit der Kirschnote und eben irgendwas Süßem, Abgerundeten, was der ganzen Duftrichtung so eine weiche Note gibt, sowas nicht so hart. Also du riechst nicht extrem den Lavendel raus, auch nicht die Kirsche. Ich glaube, durch diese Zuckermilch, ja, durch die gezuckerte Milch, wird das so ein bisschen weicher, so ein bisschen runder, so ein bisschen geschmeidiger. Ist jedenfalls ein toller Duft. Gefällt mir gut. Hatte ich auch nicht bestellt, freue mich aber jetzt, dass ich das teste. Hier hat man sehen, wie der in der Lampe ist. Dann habe ich auch nochmal von Duftmädchen einen Löffel gekriegt. Lavender-Joghurt. Und da ist genau dasselbe. Ich glaube, das war aber so mehr für mich in... Ja, das ist mehr so dieser krautige Lavendel. Mit so einem leicht säuerlichen Akkord. Weiß nicht, ob das der Joghurt sein soll. So milchig, joghurtmäßig, aber so ein cremiger, so ein griechischer Joghurt ohne alles, einfach nur diese leichte Säure von einem Joghurt mit einem krautigen Lavendel. Finde ich auch sehr schön, gefällt mir auch gut. Hatte ich auch nicht. Ja, kann ja, ihr kennt das ja, wenn Shop-Auffüllung ist bei Claudia, was soll man da zuerst im Korb packen? Und man kann ja auch nicht alles haben, man muss es ja auch irgendwie mal verdüfteln. Und deshalb freue ich mich immer, wenn Nadine dann teilweise ganz andere Sachen bestellt und wir da so ein bisschen untereinander dann mal tauschen können und uns da was zukommen lassen können. Weiter geht's auch von Duftmädchen mit dem Matcha-Milchshake. Wie gesagt, Matcha hat man ja schon mal in einem Video. Ich habe Matcha noch nicht getrunken. Ich weiß, dass das so ein grüner, pulverisierter Tee ist. Wahrscheinlich auch recht kräftig. Warum kriege ich es denn jetzt nicht auf? Ach, hier. Es ist auch richtig, richtig hübsch gegossen. Ja, es ist hier hinten so hellgrün und von hier vorne so ein bisschen dunkelgrün mit weiß, mit, ja, wahrscheinlich dem Milchschick, der da runterläuft. Ihr wisst ja, das mag ich immer, wenn so die Farbe auch irgendwie zum Duft passt. Und das ist, ja, das ist wie bei dem Lavender-Matcha, jetzt weiß ich es wieder. Du riechst diese grüne Matcha-Note, also das muss von dem Matcha ja kommen, du riechst diesen Matcha-Ton. Aber auch hier ist es so, dass der Milchshake das einfach so ein bisschen runter macht. Nicht runter, runder macht. Und dadurch der Matcha nicht so extrem kräftig rüberkommt. Ist schön. Muss ich mal gucken. Ich denke mal, das wird so ein Duft wahrscheinlich, den ich dann eher so in die Küche packen werde. Dann haben wir hier, oh ja, da habe ich erst gedacht, wird das deins? White Tea and Lemonade. Da ich gedacht, gut, Limonade hat ja vielleicht manchmal so was Säuerliches, so und weißer Tee, ja, Teenote okay, aber dann noch mit so einer säuerlichen Limonade. Und der riecht gut, der ist aber total kräftig. Also vom Moment muss ich, merkte vielleicht an der Tonlage, nimmt es erstmal immer so ein bisschen die Luft, aber du merkst so irgendwie so ein den Tee merke ich gar nicht so doll. Ich merke eigentlich eher so diese Limonade, diese Kräfte. So wie wenn ihr die so Zitronenbrause in so ein Glas kippt, so mit ganz viel Kohlensäure und ihr haltet dann so die Nase drüber und vom Moment macht es so, wisst ihr, so prickelt in der Nase. Und das macht der Duft auch. Der prickelt ganz, ganz doll in der Nase. Ich bin gespannt, wie er in der Lampe ist. Ich finde ihn extrem heftig, ich finde ihn nicht schlecht, aber muss ich mal gucken, wie der sich in der Lampe macht. Ist jedenfalls ein absolutes Powerhouse. Dann habe ich einen kleinen Becher gekriegt, und zwar Witch's Brew. Die in dem Duft drin sind Aprikose, Zimt, Brombeere, Moschus, Mandarine. Das ist ja dieses Hexengebräu. Und genauso empfinde ich den eigentlich auch. Ich muss sagen, von den Komponenten hatte ich schon ein paar Mal dran gerochen. Also das ist schon sehr, ich sehe so richtig so eine verknöcherte olle Hexe hier mit so einer ganz langen Nase und am besten hier noch so eine Warze irgendwo in der Mitte, wie die so lachen, so mit drei Zähnen im Mund, vor so einem großen ollen Kessel steht, so unten drunter so Feuer und die steht da so und wisst ihr, was ich meine? So riecht der Duft auch irgendwie. Ich rieche von den Komponenten einzeln eigentlich gar nichts raus. Das habe ich Nadine aber auch schon gesagt, es ist für mich einfach weg. Eine Mischung von irgendwas, ja, von irgendeinem so grünen, glibbrigen Hexengebräu. Soll man so sagen, das hat so, ja, ich rieche die Aprikose nicht, ich rieche nicht mal den Zimt, muss ich dazu sagen.
ja, wie gesagt, ich kann es nicht richtig sagen. Es ist was schaurig Schönes, sagen wir es so. Es ist ein totaler Halloween-Duft, ein total so abends für Gruselfilme oder so gedacht. Ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt kein Duft, den ich so tagsüber anmachen würde, wo ich dann sagen würde, oh, riecht gut in der Wohnung. Das ist so schon für schaurige Momente gedacht. Und wie gesagt, einzelne Komponenten nehme ich da eigentlich gar nicht wahr. Aber das ist dann wahrscheinlich eben auch die Mischung, die das dann so macht, dass man jetzt nicht wirklich das Einzelne rausriecht, sondern das Gesamtwerk eben dann dieses schaurig schöne ausmacht. Von Duftmädchen, Apricot Rhubarb Jam. Sind so aus einem Clamshell, zwei so eine Sterne. Die Aprikose rieche ich nicht, sage gleich, aber den Rhabarber. Und ich liebe es. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Früher, so als Kind, kenne ich das eben noch, wenn mein Papa aus dem Garten Rhabarber mitgebracht hat. Und dann wurde da Rhabarberkompott gekocht, so richtig mit viel Zucker. Und das roch dann in der ganzen Wohnung so nach wunderschönen, süßen Rhabarberkompott. Und genauso riecht der Duft auch. Und ich hatte ja schon mal was mit Rhabarber. Und ich habe den Rhabarber so wahnsinnig gut im Wohnzimmer wahrgenommen. Freue ich mich drauf. Aber den packe ich definitiv in die Küche. Also es ist für mich mehr ein Küchenduft. Ich glaube, dass ich den auch im Winter also bald reinpacken werde, weil es einfach weg ein richtig schöner, frischer, gute Laune Rhabarberduft ist. Was haben wir hier? Miss Curly Wax Amber Noir. Hatte ich, glaube ich, schon mal. Ist eben ein warm, kuscheliger Amberduft. Fast ein bisschen maskulin. Nicht, also wie gesagt, die Ambernote, wahrscheinlich Moschus oder so, irgendwas in der Richtung, Sandelholz vielleicht oder so, dass das drin ist. Ist ein warmer, kuscheliger, maskuliner Duft in meiner Nase. Gefällt mir aber gut. Ist jetzt nicht so, dass es so ein frisches Männerparfüm ist. Es ist mehr so was Gediegenes, Ruhiges, parfümig, edles Parfüm, aber eben ein bisschen maskulin in meiner Nase. So, weiter geht's mit Love Cake and Pistachio Rose. Hatte ich mir dazu was aufgeschrieben? Ja. Das ist, sind noch vier so eine kleinen Stücken drin. Ist Pistaziencreme, Rosenblätter, Vanilleeis. Was ich ganz tolle rieche, ist die Pistazie, ist die Rose, definitiv. Weil deshalb hatte ich auch nachgeguckt, weil hier nichts drauf stand. Ich habe gedacht, was ist denn da drin? Da ist doch was anderes drin als Pistazie. Und das alles so ein bisschen süß abgemischt ist ein toller Duft. Bin gespannt, wie die Rose sich macht, weil wie gesagt, Rose ist bei mir ja immer so ein bisschen kompliziert, weil manchmal die Rose auch in eine Richtung geht, die mir nicht so wirklich gefällt. Ein weiterer Duft, Cashmere Pure, auch von Duftmädchen hatte ich mir dazu was aufgeschrieben, ja. Cashmere Birne, Neroli Blätter, Papaya Blüten, Amaryllis, Narzisse, Seerose, Cashmere Moschus. Also eine Birne, das ist ja manchmal so, eine Birne ist gar nicht drin und es riecht auch sehr parfümig. Also sehr, ein wirklich schöner Duft Richtung Parfüm. Es gab ja auch von Scentsy so einen Cashmere Pure. Der hier ist aber ganz anders. Viel intensiver, viel frischer, parfümiger. Gefällt mir sehr gut. Hatte ich selber auch noch nicht. Bin ich gespannt, wie er ist. Und dann nehmen wir noch einen Duft von Ice Flower. Und zwar heißt der Duft From Autumn to Winter. Und das ist auch einfach weg so ein kürbis-würzlastiger Duft. Ich rieche da mehr Autumn als Winter. Aber der gefällt mir sehr gut. Ist aber sehr zimtlastig. Und ich weiß nicht, ob da Anis und Nelke und sowas und Kürbis wahrscheinlich sowieso drin ist. Aber der gefällt mir sehr gut. Ist aber, musste in Laune sein, musste in Stimmung sein. Der ist schon sehr, sehr kräftig. So, und dann haben wir noch einen Duft von Wachsmagie. Den habe ich mir, glaube ich, auch nicht rausgesucht oder habe ihn nicht gefunden. Nein. Und zwar von Wachsmagie Sugar Bunny. Also Zuckerhäschen. Oh. Oh. Klingt ja, das ist wieder, der erinnert mich an den, wie hieß denn der andere? Komme ich wieder nicht drauf? Iris. Axel und seine Iris. Einfach weg ein süßer, parfümiger Zuckerduft. Also wunderschöner Osterduft. Und da gab es ja noch den anderen, der genauso gerochen hat, wo mir jetzt einfach weg der Name nicht wieder mal nicht einfällt. Oh, leise rieselt der Kalk. Wollte mal ein bisschen Weihnachtsstimmung machen. Aber der ist so richtig schön süß, parfümig, ein richtig edler, feiner Duft. Also ich glaube, in der Osterzeit, weiß ich nicht,
ob ich nicht dann doch bei Wachsmagie mal bestellen sollte, weil das ist der zweite Duft, der mir super gefällt. Die parfümische Note ist ein bisschen mehr im Vordergrund als wie das Süße. Aber schön edel, angenehm. Aber nicht eine wunderschöne Mischung. Ja, nicht übertrieben. Also ich glaube, zur Osterzeit muss ich doch bei Wachsmagie auch mal bestellen, weil das sind doch nochmal Düfte, die ich so noch nicht hatte. Also muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein ganz besonderer Duft. Jetzt viel Wachsmagie, ne? Bisschen Wachsmagie, also ja, ich rede jetzt gerade mit Axel, weil Axel war nicht oben, ich saß bis eben alleine. Wachsmagie, Duftmädchen, Miss Crawley Wachs. So, dann habe ich von Miss Crawley Wachs noch zwei Stücken Weitespen. Das ist auch so ein, das könnte, Weitespen. Also wenn ich den Duft jetzt anrieche, obwohl der ein bisschen grüner vielleicht ist, ein bisschen parfümier ist, kommt der recht nah an das, was ich gegossen habe, an den Frosten ran. Irgendwie auch so nicht wirklich... Eine große, weißt du, der hat so ein bisschen was von dem Frosty. Ja, was wir schon gedacht haben, ne? So ein schöner, winterlicher, kühler Duft. Kühler, frischer Duft ist das. So ein Schneeduft. Schnee riecht ja auch nicht wirklich. Eine oder? Schöne, kühle. Vielleicht sogar ein bisschen was Minziges rieche ich. Ja. Das ist ein wunderschöner Duft. Ja, aber nicht so, dass du so richtig sagen kannst, nach was der riecht. Ich finde ihn einfach nur kühl und ein bisschen grün. Richtig schön. Kalt. Grün, kaltes Grün. Kalt nicht. Doch, finde ich schon. Frisch. Also kalt würde ich jetzt nicht bezeichnen. Ein richtig schöner, winterlicher, frischer Duft. Mit ein bisschen Grün. Na gut. Ein bisschen Parfüm. Oh, der gefällt mir sogar. Dann kannst du den düfteln, wenn du möchtest. Ja. Ja. So, weiter geht's mit Country Candle und zwar der Duft Winter Snap. Das ist ja so ein zuckersüßes Clamshell. Ich selber hatte ihn noch nicht gehabt. Drinnen in dem Duft ist Baumwolle, Puder, Blumen, Moschus, Sandelholz. Und das ist wieder meins. Ich habe den, wie gesagt, noch nicht gehabt. Da habe ich gedacht, naja, wird wohl einer von den Winterdüften sein, wie es da immer so ist. Ja, und der ist so schön rund. Der ist so schön rund, so angenehm. Auch wieder so was mild, parfümig, frisch. Nee, frisch nicht, süß. Gefällt mir eigentlich richtig gut. Also muss ich wirklich sagen, ist auch so ein Duft, wo ich überlege, wenn es den mal am Ziel gibt, ob ich den nicht kaufe. Weil das so ein Duft ist, der wird wahrscheinlich so angenehm durch die Stube wabern. Der macht sich wunderschön als frischer, edler, parfümiger Duft im Bad. Und hat eben so was kuschelig, heimeliges. Also finde ich auch sehr, sehr schön. So, Schatzi, wie viel Zeit noch? Gut, wir machen erstmal einen kurzen Break. So, ihr Lieben, weiter geht's. Vier Düfte habe ich noch für euch. Und zwar von Wachsmagie auch nochmal so aus einem Klemmschell, so einem Riegel, zwei so ein Stücken. Peony Passion. Peony Passion Pfingstrose. Und was anderes soll das auch nicht sein? Nee. Riecht für mich absolut nicht nach Pfingstrose, weil, wie gesagt, ich kenne Pfingstrosen damals durch, du kannst ja mal nebenbei riechen, ich rede erstmal. Ich kenne Pfingstrosengerüche damals als Kind durch den Garten von meinem Papa. Ich weiß, wir hatten ja im Garten auch eine Pfingstrose, war? Oder Papa hatte eine Pfingstrose. Riecht ganz anders. Es riecht einfach künstlich und für mich geht es eher so in Waschpulvergeruch. So Waschpulver mit Rosenduft angereichert. Eine Pfingstrose ist das für mich nicht. Ja, nicht, aber es ist nicht nur Pfingstrose. Also das soll einfach schon, nur Pfingstrose sein. Man riecht nur Pfingstrose. Ja. Nee, da ist irgendwas. Ja, so ein Waschpulver. Waschpulver-Moment. Oder so nicht mal flüssig, sondern so ein Pulver hier von. Aber die Pfingstrose Marke. Ist ganz deutlich. Aber es riecht nicht für mich wie eine Pfingstrose. Also ich würde eine Pfingstrose. Wenn es nur Pfingstrose sein soll, ist es nicht. Ich finde, es riecht für mich nach. Aber die Pfingstrose ist da und dann halt so ein Waschpulver. Ja. Ich mag's ja. Ich mag ja Wäschedüfte, das wisst ihr ja. Aber wie gesagt, für mich ist der Name einfach falsch deklariert. Ja, die Pfingstrose neben dem Waschpulverkarton. Oder so. Ja, es hat so einen Waschpulvermoment, so ein blumiges Waschpulver. Wie gesagt, ich finde ihn nicht schlecht, aber der Name ist für mich falsch gewählt. Sag muss man so. Ja, das tut dann hat der Duft nichts an. Ja, der Duft ist, wenn ich Peony lese, dann denke ich, es ist eine Pfingstrose. Schatzi, nee. Es ist für mich keine Pfingstrose. Es ist irgendwie Waschpulver mit Pfingstrosenaroma, sag mal so. Juli, dann habe ich noch einen Duft von Wachsmagie Flashback. Süße Orangen vereinen sich mit pudrigen Noten, Vanille, Tonka, süßen Moschus und Sandelholz. Das klingt auch nach mir, das schreit auch mein Name.
Du riechst wirklich irgendwelche süßen Noten. Das könnte wirklich die Orange sein. Eine wirklich süße Orange. Also wenn ihr nicht jetzt hier irgendeine, die noch so richtig säuerlich ist, die noch, wo die Schale noch fest ist, so eine richtige, reife, süße Orange mit so einem parfümigen Akkord, aber eben auch sehr, sehr frisch. Also nicht so gediegen, warm, kuschelig, sondern einfach weg in sehr, sehr frisches. Frisches Parfüm, was süß ist und wirklich so eine ganz quietsche, süße Orange ist. So eine richtig schöne Reife. Ich bin ja immer noch auf nach Suche nach blablabla. Auf der Suche nach dem Duft, wo die Tonkabohne so richtig, richtig schön ist. Ja, das gibt es glaube ich nicht, weil die immer nur unterschwellig drin ist, weil wenn du so da oben zumachst, ist es ja, schon so eine... Tonkabohne rieche ich auch nicht. Nee, das ist auch immer nur so ein Beiwerk. Du weißt, wie stark Tonkabohne ist. Sie würde glaube ich alle anderen Aromen kaputt machen. Ja, aber ein richtig schöner Tonkabohnenduft, sowas, das würde mich mal interessieren. Müssen wir mal gucken. Müsste es glaube ich auch geben als Öl. Sind da Äpfel drin? Orangen mit Sandelholz, Moschus, pudrigen Noten, Vanille, Tonka. Ich rieche ja so ein bisschen frischen Apfel. Na gut. So, dann der vorletzte Duft, der ist wieder von Duftmädchen. Honig, Mandel, Eis und Zuckerkekse. Schatze, du bist genau im richtigen Moment hochgekommen. Herrlich. Ist als so ein Macaron gegossen. Ganz, ganz süß. Den hole ich deshalb auch mal raus. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, man kann es sehen. So mit Keksblatt unten, einer Creme in der Mitte und oben dem Häubchen. Oh, erstmal ich. Nein, nicht beißen. Ja. Du riechst auf jeden Fall die Mandelnote. Wahrscheinlich mit einem milderen Honig. Nicht so ein richtigen Kräftchen Waldhonig, sondern so ein Frühlingshonig. Frühlingsblütenhonig so. Ein zarter Honigduft. Und du riechst den Keks. Das ist ein schöner Duft. Der gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ich sehe gerade Axel auch. Oder? Ja. Der ist hübsch, war. Das war richtig ein Macaron. Ich habe noch nie Macaron gegessen. Und unser Bäcker hat welche, aber nee, ich habe mir die noch nie gekauft. Nee, ich sag's nicht. Nee, aber wie gesagt, würde ich wirklich mal richtig, richtig schön, weiß ich nicht, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, gibt es so richtig Bäcker, so, es gibt ja manchmal so Spezialbäcker, die sich auf irgendwas... Gibt's da genug, ja, da gibt es so ganze Bäckereien, die nur tausend verschiedene Macarons machen. Schatzi, da müssen wir mal nach Frankreich. Nach Paris waren wir doch schon. Da waren wir doch nur auf dem Flughafen. Aber deswegen waren wir zu. Wir waren in Paris, sagt man das gehört. Wir waren in Paris auf der Durchreise, ja, 20 Minuten offen da. Das waren mehrere Stunden. Waren das mehrere Stunden, kam mir vor wie 20 Minuten. Siehst du mal, wie schnell die Zeit immer mit dir vergeht, Schatzi. So vergisst du das. Ich war mit dir schon in Paris und du weißt das nicht zu würdigen. Ich habe aber keinen Macaron gekriegt. So, und die letzte Tüte, die hatte, glaube ich, Nadine in so einem Bag mit drin, so ein Surprise-Bag. Ist auch von Duftmädchen und zwar ist das der Glückskeks. Und ich glaube, das war nicht so ganz ihr, deshalb hat sie mir die ganze Tüte hier reingepackt. Und ich glaube, das geht so ein bisschen auch in die Richtung leicht würziger Keks. Glückskeks steht als Beschreibung, ich lese es euch vor. Keksteig mit Vanille, Butter, braunem Zucker, da haben wir es wieder, Nüssen, Puderzucker, Cotton Candy Frosting, Cotton Candy Frosting. Cotton Candy ist so ein leichter Pfeffi. Nee, Quatsch, Cotton Candy ist Zuckerwatte. Cotton Candy ist Zucker mit. Jetzt habe ich es nicht Candy Cane. Ich vertausche das manchmal. Bitte schön. Dankeschön. Ja, es hat so ein bisschen. Bei mir, ja? Ich glaube, was Nadine daran nicht so richtig gefallen hat, ist der braune Zucker. Das könnte wieder so ein leichter Maggi-Touch werden. Also ich will, es ist kein süßer Keks, aber gut. Ist das ein Frauenparfüm, dass die beim Marzipan Maggi riechen? Nur weil nicht Marzipan, mit M anfängt? Beim Karamell und bei Ahorn. Boah, ist das Es ist aber eben nicht der süße Keks. Ich finde ihn nicht süß. Er hat so einen Hauch, so ein Topping vielleicht aus Zuckerwatte, ja. Aber richtig so ein süßer Butterkeks ist es nicht. Und das ist vielleicht, oder der braune Zucker und die Nüsse kommen hier eben so ein bisschen durch. Also er ist angenehmer als mein Vanillezuckerplätzchen vom Geruch her. Aber es ist so ein leichter, eventuell ein leichter Maggi-Touch, aber ich finde ihn schön. Also, ich hol dir meine Maggi-Flasche hoch. Ich weiß, ich esse ja Maggi gerne. Ich kann ja auch nicht genug drin sein. Das ist doch was völlig anderes, ja. Der Geruch. Liebschnickel ist doch
was ganz anderes. Schatzi, aber der Geruch, der sich dann im Raum entwickelt, und ihr Maggi-Nasen unterstützt mich doch mal, es ist so, oder? Es gibt wirklich Düfte, die riechen einfach weg, als wenn ich eine Maggi-Flasche ausgekippt habe, wenn die warm sind. Und es gibt wirklich Leute, deshalb sagt man, ich habe eine Maggi-Nase, die das da auch Maggi riecht. Wunderschöne marzipanische, mit irgendwelchen Kräutern oder Gewürzen drin. Und also, was Nussiges. Wir werden den mal anmachen jetzt. Bei mir in der Werkstätte. Ja, von mir aus, du kannst doch da was mitnehmen, Schatzi. Ich kann die ganze Tüte mitnehmen. Ich hab das gehört. So, ihr Lieben. Das soll's jetzt von gewesen. Wem? Duftmädchen. Oh, was fragst Wunder. Du noch? Kein Wunder. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das kleine Video so kurz vor Weihnachten hat euch noch gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns, wenn alles gut geht, zwischen Weihnachten und Neujahr, an dem Freitag, an dem 29. Ansonsten Anfang des Jahres. Wir wünschen euch aber im Vorab, und weil ich nicht weiß, ob wir uns dazwischen nochmal sehen, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die freien Tage, kommt ein bisschen zur Ruhe, habt schöne Tage mit Familie, mit Freunden, lasst euch das Essen schmecken und den kleinen Verdauungsschnaps hinterher natürlich auch. Macht es euch einfach gemütlich, genießt die Tage. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Im Vorab mal von Weitem dann auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall 2024 wieder. Bis dahin verbleiben wir ganz lieb. Eure Susanne und Axel. Der Axel. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.